Hey verrückte Leute, Miji hier, damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft zusammen mit dem Leonard und dem Ricardo, der ausgetimt ist. Letzte Folge haben wir noch kurz ein bisschen was erzählt und ich habe nämlich auch was zu erzählen. Und zwar sowas ähnliches hat, ich mache ja zusammen mit Tobias, Ricardo und Nils. Und Nils und ich waren zusammen an dem PC und der hat mir ohne zu sagen, hat er auch Sachen umgestellt und hat einfach, ich wusste gar nicht, dass es geht, hat einfach rechts zu Linksklick vertauscht. Und ich war erstmal so verwirrt, weil ich habe halt die ganze Zeit Linksklick gemacht, der hat Rechtsklick gedrückt. Die Maus hat dann halt die Rechtsklick-Funktion gemacht und andersrum. Und ich war zwischendurch so verwirrt. Das war voll cool. Man muss sich echt dann noch konzentrieren, die Maus zu benutzen. Da hatte ich keine Ahnung, wie man das wieder zurückstellt. Wir sind gerade noch ein bisschen hier am Bauen in der Wüste. Haben schon, ich würde sagen, mittlerweile die Stadt mindestens versechs- oder siebenfacht. Okay, nein, vielleicht eher verfünffacht. Ich würde sagen, ich weiß, warum Ricardo ausgetimt ist. Warum? Ja, ich glaube, der darf nur bis 21.40 Uhr PC sein. Nee, das glaube ich nicht. Ja, das war ein Spaß. Okay. Er hätte ja gesagt können, dass das real war. Der ist er schon wieder. Och, User was moved to your channel. Hallo. Internet ist einfach schmiert. Hat sich so angehört. Ist aus Versehen ausgegangen. Hör mal so, ich hab keine Lust mehr. Nö, tschüss. Nee, das Problem ist, glaube ich, dass das Stromkabel ziemlich scheiße dranhängt. Das ist schlecht. Ja, das ist, wenn du es, glaube ich, nur berührst, geht das. Ja, eigentlich gerade mit dem Fuß. So. Ich würde sagen, wir haben jetzt eh nicht mehr viel, deswegen machen wir gleich hier bei dem Wüstendorfende. Aber immerhin haben wir so ein bisschen Wüstendorf dann vergrößert, immerhin. So. Treppen. Ich bin hier gerade einfach nochmal drei Kohleblöcke. Müssen wir wieder bei den Villagern eigentlich ein bisschen aussortieren. Hoffen, dass da mal endlich einer mit einem Reparaturbuch dabei kommt. Das wäre nämlich cool. Wenn ihr eine Treppe mehr haben könnt. Dann die Stufen. Clay ist gleich durch. No. Back. Der Clay, nice. Okay, was haben wir denn noch so? Daraus kann man aber kein Gebäude mehr bauen. Okay, dann setzen wir einfach mal Craft Table Kiste hier hin. Sagen, das kann dann irgendwer in der Zukunft regeln. Wir lassen ihm noch ein paar Ressourcen da, nicht viele. So. Wird das der Julian der Zukunft sein? Genau. Und der wird sich über den alten Julian ärgern? Nee, der wird sich darüber freuen, dass er Ressourcen hat. Und sich darüber ärgern, dass ich die Arbeit verlassen habe. Wenn du weiter meinst, das ist auch direkt Sandstein drunter, oder? Unter der Wüste, ja. Nee, bei mir. Im so. See. Ja. Aber jetzt habe ich fast alles weggefarmt. Hey, wir haben schon einen coolen Screenshot für die Folge. Jetzt gleich mit. Okay, ich gehe kurz auf den Magierturm rauf und guck dann da runter. Das sieht, glaube ich, cool aus. Magierturm hat allgemein voll die coole Sicht. Ich mag den noch. Ich würde immer noch mit meinem bestes Bauwerk oder sogar mein bestes Bauwerk hier. Projekt. Das ist traurig, oder? Warum? Der ist voll cool. Sieht doch cool aus. Der ist cool, aber in so vielen Folgen. Ja, aber irgendein Bauwerk muss ja das Beste sein. Außerdem von drinnen sieht der auch nur mittelmäßig aus. Hey, ja, da ist. Drinnen ist auch nichts. Der ist nichts eingerichtet, aber er sieht trotzdem cool aus von innen. Ja, weil es außen cool aussieht. Ja, siehst du. Aber es hat von innen nichts anderes irgendwie.
Nee, weil nochmal Pep gibt. wir sind aber fast noch nie irgendwie zum Einrichten gekommen. Das mal ändern. Ja, will ich auch ändern. Ich habe ja auch mal die Reihenhäuser, die ich ja noch halb akut am Bauen bin, hatte ich ja mal vorgenommen einzurichten. Dann habe ich aber die mit dem Balkon gebaut. War schon quasi am Einrichten, dann. Ach, warte, Balkon gibt es ja auch noch. Gut, Abendviertel finde ich immer noch richtig cool, aber sieht halt sowieso nur von außen cool aus. Und zweitens, habe ich es jetzt damit da gebaut, habe ich auch nicht ganz alleine gebaut. Wenn du es nicht alleine baust. Also ansonsten Wo sowas wie hat jeder Stadt. doch mitgeholfen? Beim Abendviertel? Eigentlich nur Nein. David und ich. Nee, ich meine, bei jedem Bauwerk hat irgendwer auch noch irgendwo. Nein. Nein. Also den Magierturm habe ich komplett alleine Zum gebaut. Beispiel mein erster Turm, den habe ich auch komplett alleine Ja. gebaut. Den Magierturm habe ich auch komplett alleine gebaut. Stadtmauer habe ich eigentlich auch, so wie sie jetzt, komplett alleine gebaut. Aber das ist halt kein Gebäude. Ansonsten würde ich sagen, die Stadtmauer ist mit das Coolste, aber. Kein Gebäude. Aber so groß wie das ist, muss man das eigentlich auch. Ja, aber ich weiß nicht, wenn man es als Gebäude mitzählt, würde ich sagen, ist mit eins der coolsten auch von mir. Der war der Plünderer. Post. Jens 3. So, was hast du? Unendlich. Okay, du bist. Alter, für nur 5 Smaragd Unendlichkeitsbuch, das ist nice. Du hast Dorn 3, ja, lass dich einfach mal am Leben. Auch wenn du es eigentlich nicht wert bist. Wir haben doch gar nicht so viele Emeralds. Irre ich Nö. mich. Aber man kann sie halt traden, theoretisch mit Villagern, so ist ja nicht. Ja, was haben wir denn unendlich? Erde. Ja, nee, auch mit Essen und so. Ich gehe mal zu den anderen Villagern da hinten. Oh, dieser Wald, ey. Eigentlich sind dichte Wälder auch cool in Minecraft, wenn man so einen richtig coolen. Eigentlich muss man irgendwann nochmal so einen richtig dichten Wald pflanzen, dann so einen richtig coolen Weg durchmachen, finde ich. Und irgendwann müssen wir noch so eine automatische Anlage für Essen machen und sonst was. Boah, wir haben noch so viel, was wir machen können. So, aber erstmal da hinten. Rathaus sieht so, wie es ist, jetzt eigentlich echt nicht geil aus, muss man ehrlich sagen. David macht das zu Ende. Sieht jetzt nicht schlecht aus, aber auch nicht geil. So, wir haben mittlerweile 3 Eisengolems hier. Hat er mich angreift, hat mich angreift, hat mich Eisenfarm. angreift. Was habt ihr denn hier so? Ihr tradet. Rottes Fleisch. Ich würde dich gerne töten gleich. Rottetes Fleisch? Davon, Alter, ja, sind die nee, haben wir viele. nicht Alter, die so sind ja viel. mega viele. Alter. Oh, die sind mega viele. Warte, ein grüner Villager. Was kannst du noch machen? Du kannst gar nichts. Alles klar, tschüss. Gar nichts. Alter, wie viele Leute hier sind, das ist krass. Irgendwelche sinnvollen Dudes? Hallo, sinnvoll. Die Schärfe 3 Buch, gar nicht so schlecht. Eisenaxt. Alle Du mit könntest Traden, auch ey. mal Verbrennung 1 eine Buch. AFK-Farm machen. Ja, haben wir auch schon überlegt, aber eigentlich ist das doof, weil dann sind wir schon mal AFK. Und ich persönlich könnte die Farm ja niemals Nee. benutzen. Ich meine, irgendwas, wo man dann irgendwie Rotten Flesh bekommt, das dann gegen Emeralds zum Beispiel eintauschen Ach kann. So. so. Boah. Halt mit allen anderen Sachen die auch. Du bist. Die euch beide muss ich jetzt töten. Ich hoffe, die Dinger jetzt bekommen, dass ihr die mit. Du tötest uns nicht. Ich habe jetzt 2 Villager getötet. Ich hoffe, die Eisengolems töten mich jetzt hier instant. Und die Dinger sind auch Greifen stark. dich nur an, wenn du die angreifst. Oh, nein, nein, tun sie nicht, nein, tun sie nicht. Wenn du Villager verletzt. Ja. Die stehen alle um mein Gebäude rum, Was? ich habe noch 3 Herzen. Die habe ich einmal durch eine Ja, Wand Junge, geschlagen. sterb, Die habe ich sterb. einmal durch eine Wand geschlagen. Sterb, Alter. Fuck you, Lennart. Alter, oh nee, die sind Aber dem voll kann aggro ich mich gegen nur mich. anschließen. Julian, stirb Die endlich. sind voll aggro gegen mich. Julian, wo bist du gerade? Darf ich nicht. Ah, Bei komm irgendeinem bitte. Witterdorf. Ja, bei dem, wo wir unsere ersten Villager gezüchtet haben. Alter, wie aggro. Alter, die schlagen mich durch. Ja! Ey, der hat mich durch Blöcke durchgeschlagen. Aber aus dem Grund muss eigentlich jetzt jeder Zuschauer liken. Ey, das war doch scheiße jetzt. Der hat durch Blöcke durchgeschlagen. Ich wollte gerade extra rausgehen. Voll der Hacker. Nee, aber der kann wirklich durch Blöcke durchschlagen. Das ist voll scheiße. Ich bin Julian. Ja, ist doch so. Warum greift mich an, nur weil ich ein paar Villager angreife?
Dann willst du nicht eigentlich mal wieder eine Adventure-Map machen? Ja, Mann. Am liebsten würde ich nochmal die spielen, die allererste. Ja, meine. Ja. Man Gibt's, muss. glaube ich, nicht mehr. Nee, Wir gibt's auch können uns nicht ja mehr. mal die Videos angucken und die genauso nachbauen. Das wäre nice. Meine Hose. Ich habe keine Hose an. Anscheinend wurde mir die gar nicht vorhin angezogen. Egal. Ja, boah, das wäre so nice. Vor allem diese große, riesige Raum, wo Leon damals gecheatet hat. Mit diesen Einsatzsprüngen. Alter, ich frage mich, wie. Ob wir den heute, beziehungsweise jetzt sind wir da mittlerweile ja auch wieder außer Übung, aber zwischendurch, ob der wirklich noch so schwer gewesen wäre. Weil der eigentlich war total, war der ja total einfach. Weil der nur Aber einfach so Einsatzsprünge. mega viel, ne? Ja, das stimmt. Man konnte sich auf gegenseitig runterschießen, glaube ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Julian, bist du da oft geraged quittet? Nein, überhaupt nicht. Ja, ja, Hat sich aber ja. voll aufgeregt mit seiner Piepstimme damals. Oh, geht. Oh. Wobei, doch, glaub schon. Doch. Ja, doch, glaub schon. Stimme oder aufregen? Beides. Ja, beides. Eigentlich müsste ich mal die. Eigentlich müsste ich ja echt mal die ganzen Villager ausrotten und nochmal neu. Aber die ganzen. Die Eisengolems sind halt scheiße. Dann musst du die Eisengolems töten. Die Ja, und die greifen sind. dich nämlich, meine ich, nicht an, wenn du die mit Lava Das überschüttest. weiß ich nicht. Eigentlich sind Julias einzelne Videos am besten, weil da war der noch so ein Rage-Killy, so ein Minecraft-Killy. Ja, irgendwie ist das letzte Mal auch aufgefallen, als Ricardo mich zweimal, nee, einmal getötet hat. Also Ach, ich. auf einmal sind wir schon bei zweimal Nein, töten. ich bin jetzt zweimal gestorben, aber nur einmal getötet. Habe ich gar nichts gemacht. Das war so voll Das hat so. mich auch gewundert. Ich Ja, dachte jetzt, früher, Alter, früher wahrscheinlich. hätte ich so richtig Krieg gegeben, Alter. Alles von dir hätte gebrannt. Ey, das Alles. wäre so geil gewesen. Ja, Das ist so das geil, hätte ich Julia. auch Ist halt als eigentlich Stimme. langweiliger so. Aber gleichzeitig, ich denke mir halt, das wäre doch total dumm, wenn ich jetzt auch. Produktiver. Wenn ich jetzt im End jetzt auch runterschubse, hätten wir nur noch weniger Diamanten. Der ist total dumm. Aber Du bist das einfach ist ein Noodle, eigentlich genau Junge. das, was die Leute sehen Ja, wollen, ist auch Julian. so. Ja, ich weiß. Dann könntest du auch schön deine Folgen promoten. Yeah, schaut meine Folgen. Ich habe gerade ganz viele Leute getötet, weil ich ein Aber Rage-Killy Julian ja bin. nur in fairen Kämpfen. Ah, ich bin gerade eben gestorben. Hat Julian. jemand Bock auf faire Kämpfe? Ja. Juhu! Alles klar, wir machen jetzt faire Kämpfe. In der Arena, bitte. In der Ja, Arena. in Ich der will zugucken. Arena. In der Arena. Aber wirklich faire Kämpfe, wir machen mit. Wie machen wir das denn? Auf jeden Fall mit Eisenrüstung, nicht mit Diamantrüstung, das dauert zu lange. Er ist langweilig mit Diamantrüstung. Ey, besetzt dann auch eure Betten da, ja? Ja, genau. Erstmal ein Bett holen. Oh Mann, ist ja richtig schnell mit Wasserläufer 3. Ja. Oh, wie praktisch. Richtig praktisch. So. Wie machen wir es mit den Schwertern? Einfach nur wirklich so Standard, einfach nur Eisenschwert, Eisenrüstung und was zu essen, einfach nur. Ja. Sollen wir noch Bogen mit normalen Pfeilen Scheitert machen? nichts schon am ersten? Warum Essen habe ich? Wir machen einfach, jeder kriegt einen Stack Karotten, davon haben wir genug. Nehmt euer Bett aber mit nicht vergessen, ne? Ja. Ihr wisst ja, welche Arena gemeint ist, ne? Ich Im weiß es. Hafen. Im Hafen, genau. Soll ich denn für dich auch ein Eisenschwert mit oder hast du eins, Ricardo? Nee, ich hab nur meinen Meinungsverstärker. ich mache hier kurz. Okay, drück einfach mal kurz da rein. Guck ich So. sogar glatt zu. Das einfach nur. Da. Und Rest wenn kann ich es ein gut einsetzen. Unentschieden gibt, dann darf ich entscheiden, wer besser gekämpft hat und den erschieße ich dann im Was heißt denn Verlierer. unentschieden? Dann müssen wir uns ja gleichzeitig töten. Oder nicht? Ja, das geht auch mit Bogen, ja. Wenn wir Ja, einen das Bogen stimmt. haben, aber wir Was haben machen wir keine jetzt mit Bogen Fäden. oder nicht? Wir haben Fäden. Ah, finde ich irgendwie doof. Okay, Ja, ja, ist wobei, okay. ist auch cool. Mir ist das egal. Wir machen, wie wir wollen. Lennart, was sagst du? Mir egal. Das ist deine Entscheidung. Nee, kein Bogen. Bei Bogen Okay. ist immer so, dann ist der eine zurückgeschlagen, dann holt er seinen Bogen raus und nutzt das voll aus. Ja, okay. Können wir ohne machen. Ist Einfach nur. Kacke. Weil jetzt haben wir halt nur Schwert, aber okay, nee, können wir machen. Sollen wir noch mit Schild? Oder ohne Oh, Schild? keine Ich habe es noch Ahnung. nie eingesetzt. Ach, ja, eben. Richtig. Bei mir ist noch nicht mal der Slot für die Offhand belegt. Und bei mir auch nicht.
Ja, aber normalerweise, wenn du das erstmal irgendwas in die Offhand legst, dann erscheint da so ein Feld. Achso, lol. Das habe ich ja noch nicht mal. Lol, lol. Weil ich das noch Wusste, nie ich irgendwann wusste gar nicht, gesehen dass habe. es da, dass es dann erst erscheint. Also, ich habe es zum Beispiel nicht. Ja, okay, dann ist es wirklich so anscheinend. Hast du ein Bett? Also, beziehungsweise, soll ich dir mal alles mitbringen, was du brauchst, Ich oder? habe kein Bett, nein. Weil, soll ich dir einfach mal alles mitbringen, was du brauchst, sodass wir gleiche Ja, Bedingungen haben? mach. Dann kurz. So. Ich mache das noch ganz kurz, dann in der nächsten Folge battlen wir uns dann. So. Nimm dir auch Rüstung und alles mit, ne? So. So. Da ist das, haben wir. Brauche ich noch ein Bett? Moment. Brauche ich noch ein Bett und das war's, glaube ich. So. Und drei Stück. So, dann würde ich sagen, das war's von der Folge. Wenn es dir gefallen hat, lass eine Bewertung da und freut euch auf die nächste Folge. Da battlen wir uns ein bisschen. Dann mit Ricardo. Und Lea ist auch dabei. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja.